Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer ganz neuen Staffel, sag ich mal. Und zwar zu Buntheim. Ja, ein Spiel aus meiner frühen Jugend, aus meiner Anfangszeit der Computerspiele. 1993 wurde das Spiel mal rausgebracht. Es ist ein Survival-Spiel. Und ich möchte fast sagen, einer der ersten, die ich so kannte oder kenne. Das sind hier die Figuren, die man sich aussuchen kann. Und das Schöne an diesem Spiel ist, man konnte es früher zu zweit spielen. Aber an einem PC. Nicht per Netzwerk oder LAN, sondern nur an einem PC. So, aber wir sind alleine. Und wir suchen uns jetzt hier einen Charakter aus. Ich möchte sagen, ich habe früher meistens mit dem hier gespielt, also werde ich das jetzt auch wieder tun. Ups, jetzt machen wir ganz zu. So. Okay, Schwierigkeit, ich lasse es auf 1, weil das war schon recht schwer und ich habe das Spiel jetzt, na, ich möchte mal sagen, 10 Jahre nicht mehr gespielt. Aber es war einer meiner Lieblingsspiele. Einer der Spiele, die ich wirklich sehr, sehr oft gespielt habe. Vor allem früher mit meinem Bruder und auch mit Kumpels habe ich das gespielt. Also, das war ein Spiel, ja, das ich sehr gerne gespielt habe. Dann fangen wir mal an. Ein Passwort. Lalala. Passt immer. Ist natürlich ein Spiel, was auf der DOS-Box läuft, ne? Und zwar hier ist der Tag, wenn der Balken abgelaufen ist, also hier unter mir jetzt, ich komme da natürlich nicht hin mit der Maus, dieser rote Balken, das ist die Zeit, die ich am Tag habe. Das sind die Wege, die ich laufen kann, die roten Striche. Das hier sind große Städte. Und das sind hier so, ja, Dörfer und Ruinen, die man besetzen kann mit seinen Leuten. Und ja, man muss halt noch Leute dazu gewinnen, die dann da lagern, Essen machen und so weiter. Man kann hier einige Sachen auch craften. Das sind hier unsere Gegenspieler. Hier der blaue und hier oben ist noch der graue. Gut, wir sind hier unten. Nicht gerade der schönste Anfang, weil hier die Wege sehr weit sind am Ende. Aber wir werden mal anfangen. So, die Fragezeichen. Da gibt es Objekte. Natürlich hängt sich der Spieler hier immer gleich auf. So, hier haben wir dann schon mal Draht. Hier haben wir ein Messer. Damit kann man Maden sammeln. Hier haben wir ein bisschen Fleisch. Hier haben wir noch eine Wasserflasche. Und hier haben wir eine volle Wasserflasche. Feldflasche. Das ist die Wasserflasche. So, hier kann man mit einem Händler reden. Ah, jetzt wurde ich gerade vom Mutanten angeditscht. Dann gucken wir mal, was er hat. Er hat ein Messer. Später haben die auch etwas mehr Sachen, aber bisher noch nicht. Aber das Messer haben wir auch, also können wir weitergehen. So, hier sind Mutanten und hier unten sind ein paar Leute. Dann werden wir ihn mal hier ansprechen. Nein, ihn ansprechen. Da, na, ach. Na gut, sind wir reingegangen. Nehmen wir die Maden mit. Bei so einem richtig Survival-Spiel, da muss man auch Maden essen. So, was gibt es denn Neues? Er hat vor kurzem einen Händler getroffen. Der hat da ein paar schöne Sachen dabei. Schrauben, Fleisch, Seil, Pumpen, Teile. Ja. Man muss nachher natürlich auch sehen, umso mehr Leute man in diesen, ja, Dörfern lagert, umso mehr Essen muss man auch machen. Und die Wasserversorgung muss man auch steigern, indem man halt Pumpen baut. So, dann fragen wir den mal, ob er einen Job möchte. Der kann natürlich nicht, das ist traurig. Aber leider war. Aber Guy, der will bestimmt einen Job. Eigentlich habe ich ja etwas zu tun, aber für etwas Fleisch würde ich mich schon überreden lassen. So, und da wir Fleisch bei haben, können wir ihn jetzt mitnehmen. Dann, ich muss jetzt natürlich auch immer mal gucken, Inventory. Da können wir ihm jetzt das Messer geben. Aktivieren. Und dann will ich jetzt nur Guy spielen. Er soll kämpfen.
Und hier ist irgendwo ein Stück Fleisch rumgelaufen noch. So ein kleiner Hund. Den werden wir uns jetzt mal holen. Da ist er. Ups. Muss natürlich erstmal wieder mit den Tasten klarkommen. Der hat sich natürlich am Haus aufgehangen. Das passierte früher öfter mal. So. Natürlich ist das noch nicht die beste Waffe und ich muss aufpassen, wen ich hier anklicke, weil sofern ich jemanden anpiekse, ist der nicht mehr mein Freund. Gut, haben wir einen Lappen gefunden. Den können wir nachher für eine Pumpe gebrauchen. Und wir haben das Fleisch. Gut, ich weiß hier natürlich nicht mehr, wo die Wasserquelle ist. Ich gehe jetzt einfach hier mal rein. Habe ich Glück gehabt, pack die Sachen einfach mal hin. Gehe hier hin, damit er mir nicht im Weg steht. Und dann soll er reden erstmal wieder. Und dann kann ich ihn lagern lassen. Jetzt ist es sozusagen meine Stadt. Ja, muss erstmal wieder mit den Tasten klarkommen. So, das Messer lasse ich hier auf jeden Fall liegen. Draht lasse ich auch mal hier liegen. Die Wasserflasche kann ich vielleicht noch füllen. Jetzt kann ich hier auf Info gehen. Jetzt sehe ich, dass hier für 7 Tage Wasser ist. Maden, Schlangen und Fleisch. Also hier gibt es alles, was gut ist. Zurzeit kann er Maden machen, weil wir haben das Messer hier gelassen. Und damit kann er dann Maden machen. Also werden wir hier eine kleine Madenproduktion haben. Dann können wir noch gucken, ob irgendwas anderes hier in den Häusern ist. Ist es aber nicht. Wir haben das Messer abgelegt. Stoff und Draht. Wenn wir nur mal gucken, wo hier die Quelle ist, können wir die Wasserflasche noch füllen und dann werden wir mal weiterziehen. Ich weiß noch, dass das verseucht war. Also radioaktive Strahlung, da muss man sich dann später auch noch so ein, na, wie heißt das, so ein, na, so ein Strahlenanzug zusammenbauen. Und ich sehe gerade, das ist hier meine Gesundheit unter mir und das ist die Zeit, die abläuft. So war das. Wusste, dass doch ein roter Balken abläuft. So, dann gehen wir da mal hin, mal gucken, was wir da haben. Hatte ich mir jetzt das Fleisch mitgenommen? Ich weiß das gar nicht. Gucken. Ja, Fleisch hatte ich mitgenommen. Das ist gut. So, jetzt können wir hier auch gleich mal auf Info gehen, was hier drin ist. Hier ist eine Schlange drin. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht können wir damit jemanden überreden, hier die nächste Basis aufzumachen. Hier ist die Wasserquelle, das weiß ich noch. So haben wir eigentlich gute Sachen, um jemanden anzustellen. Fleisch will er, dann kriegt er das Fleisch. Haben wir hier irgendwo noch so ein Fragezeichen hier oben, dann gehen wir da mal hin. Vielleicht finden wir noch ein Messer. Könnte er uns sogar noch ein Stück Fleisch besorgen. Made, na super. Ist nun auch nicht optimal. Nur haben wir hier natürlich kein Messer, also ist die Madenproduktion sehr gering. Ich werde ihn mal versuchen, mit den Händen ein Tier zu töten, damit wir wenigstens Tauschwaren haben. Gut, das hat geklappt. Fit ist er auch noch. Dann wird er den nächsten Hund auch noch kriegen. Naja, nicht beißen. Du musst nicht beißen. Aua, 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 aua. So, komm her. Ja, bleib stehen. So, dann nehmen wir den Hund. Ist mir egal welcher. Ja, Mutant. Du musst mir jetzt noch eine mitgeben. Man muss natürlich aufpassen, dass der jetzt nicht gleich stirbt, weil dann habe ich nämlich keinen, der hier lagern kann. Er ist noch zu 57% fit. Das ist nicht viel. Dann machen wir mal alle. So, dann können wir wieder auf Reden gehen. Inventar, dann sollen wir mal das Fleisch geben. So, dann gebe ich ihm mal eine Made, damit ich die aus der Tasche schon mal habe. Weil nee, ich lasse die da liegen. Die kann ich nämlich noch essen. Und er geht jetzt, nee, er geht jetzt da mal hin. Und kann hier auch lagern. Dann müssen wir nämlich sehen, dass wir hier noch ein Messer rankriegen. Nee, wie war denn Essen? So. Habe ich erstmal genug zu essen. Und wir können gleich weiterziehen.
So, hier können wir. Jetzt reise ich dahin. Ich wollte eigentlich nur gucken. Egal. So, wir haben jetzt hier schon zwei Maden. Das ist sehr gut. Also hat er schon produziert. Und ich glaube, hier oben waren die Maden drin. Hier wurden die abgelegt. Mal gucken. Ja. Dann können wir die nämlich auch gleich hier essen. Ups, ich muss erstmal die Ta. Ja, ganz genau so macht man es. So, dann können wir die wieder mitnehmen. Und das Wasser war hier unten drin. Jetzt könnte man natürlich die Maden umlagern, weil er kann nur eine gewisse Zahl an Maden produzieren. Ich glaube, es waren sechs. Das weiß ich aber auch gar nicht mehr so genau. Gut, dann gehen wir hier einfach mal in die Stadt rein. Vielleicht können wir uns ein Messer erhandeln. Er kommt jetzt rüber und wird hier wahrscheinlich angreifen. Da der ja nicht bewaffnet ist und nichts, könnte es sein, dass wir diese Stadt verlieren. So, dann zeig mal, was er hat. Der hat ein Messer zum Beispiel. Und ein Stück Holz. Draht haben wir, glaube ich, und wir bräuchten dann noch Schrauben. Dann könnten wir mit dem Techniker uns eine Rattenfalle zusammenbauen lassen. So, Messer ist sehr wertvoll. Wie man sieht, kann man die Maden behalten? Nein. Kann man dann das Holz noch erhandeln? Nein. Schlange? Ah, der will sehr viel dafür haben, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir haben eh genug Essen. Müssen jetzt eh runter in unsere Stadt. Wir können ja hier nochmal bei den Händlern gucken. Hier kann man übrigens auch trinken und essen. Wenn man mit mehreren Leuten hier ist, ist das dann am Ende sehr interessant, weil man kriegt nicht genug Essen hier irgendwann. Oder man muss seine Leute recht klein halten, die man sich einstellt. So, er hätte Federn, das, oder brauchte man auch noch eine Feder dafür? Ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir die ganzen Sachen erhandeln. Wird dann natürlich nicht für ein Stück Fleisch weggeben. Nee. Schlauch und das Tuch, was wir schon haben, das ist auf jeden Fall gut für eine Pumpe. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir mal raus. Ja, ich hoffe, der nimmt jetzt da hinten das Ding nicht ein, aber wir werden mal sehen. Vielleicht ist er auch schon auf dem Rückweg. Huch, nee, ich wollte Jack the Ripper oder Napper ansprechen. Gucken, was er hat. Er hat Munition. Wir haben aber noch keine Pistole, also ist das noch interessant. Die Axt wäre gut als Waffe. Aber wir haben jetzt auch nichts zu handeln, also bringt uns das noch gar nichts. Und die paar Maden, die wir jetzt hier wahrscheinlich noch kriegen, die werden uns nicht groß weiterbringen. So, dann gehen wir noch ein Schlückchen trinken.